Aus dem Promzuguri Hotel, wo wir immer noch sind. Da sind wir jetzt eine ganze Woche, haben noch ein paar Tage vor uns, ein paar schöne Tage, und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie toll dieses Badezimmer ist. Es ist ein 3-Sterne-Hotel. Natürlich ist es ein bisschen abgewohnt, aber es ist auf jeden Fall immer super sauber. Jeden Tag wird geputzt, wir kriegen jeden Tag frische Strandhandtücher und Badehandtücher. Und ja, jetzt zeige ich euch das mal, dass man beim Zähneputzen schon einen Sonnenbrand bekommen kann, denn dieses Badezimmer ist nämlich offen. Hier ist die Dusche und hier ist es einfach mal offen und momentan steht die Sonne ungefähr da und knallt mir hier schön auf meine Waden. Deswegen habe ich mich natürlich schon eingecremt. Okay, und den Rest seht ihr hier. Also hier ist ein Waschbecken, eine kleine Ablagemöglichkeit und hinter mir, hier geht es dann zum Zimmer rein. Hier ist die Toilette. Man darf hier auf Samui auf keinen Fall irgendwas in die Toilette schmeißen, auch kein Toilettenpapier. Das kommt alles in diese kleinen Mülleimerchen, die an jeder Toilette stehen. Bestenfalls reinigt man sich mit diesem kleinen Browser hier ab, aber Toilettenpapier ist überall verfügbar, soweit wir das zumindest überall schon gesehen haben. Genau, naja, und hier hat man dann die Außendusche. Da hat man dann Shampoo und Duschgel in jedem Hotel zur Verfügung gestellt, zumindest da, wo wir jetzt bis jetzt waren. So, da hängen noch die Badehosen und die Bikinis zum Trocknen. Ja, und das war's. Und dann schaut man hier wunderbar auf den blauen Himmel und hört das Palmenrauschen. Und was noch schön ist, die Schuhe, die bleiben hier, solange wir im Hotel sind, in der Ecke stehen. Denn wir gehen jeden Morgen barfuß zum Frühstück. Stimmt's? Hm? Wir gehen jeden Morgen barfuß zum Frühstück. Ja. Weil das Frühstück gibt's nämlich direkt da gleich. 15 Meter weiter. Und jetzt genießen wir mal die Sonne, den Strand und Frühstück. Wie toll das ist! Nach dem Frühstück sind wir direkt schnorcheln gegangen, haben ein paar wunderschöne Fische schon entdeckt hier an dem kleinen Riff, was hier am Strand ist. Und jetzt liegen unsere Schnorchelmasken hier hinten am Baumstamm und trocknen. Und wir trocknen auch. Und gleich gehen wir noch ein bisschen spazieren hier am Strand. Das ist einfach super idyllisch. Viele Schattenplätze gibt es halt nicht. Also es gibt nur so 2-3 große Bäume, wo man sich ein bisschen drunter legen kann. Das heißt, da ballt sich halt auch alles. Aber genau, und dazwischen ist frei. Für die Leute, die sich braten wollen. Da kann man sich massieren lassen. Das ist direkt an unserem Hotel hier. Da seht ihr die Preise. Alles so zwischen 3 und 4 bis 500 Thai-Baht die Stunde. So, hier sind die großen Bäume. Unter diesem hier liegen wir. Und seht ihr das? Da hängen die Fledermäuse direkt über unseren Köpfen und schlafen. Wir fahren jetzt hier gerade durch die Pampa und da steht einfach mal ein Ochse auf der Wiese und mümmelt vor sich hin. Durch den Dschungel sind wir jetzt an einer kleinen Garküche hier vorbeigekommen. Die Dame macht uns jetzt ein Pad Krab Pao und ein irgendwas Chicken mit Basilikum. noch Glasnudeln für Markus, und da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Hier stehen die Töpfe auf jeden Fall und da wird das Leckere schon drin sein. So, hier sieht es hier aus. Da hinten kamen wir her und das ist die Garküche. Und hier wird jetzt das Essen zubereitet. Ah, da wird der Topf schon aufgeheizt.
Kommt jetzt das Öl rein. Und die Jungs sitzen schon drinnen. Ich bin mal gespannt. Da brutzelt jetzt schon das Ei fürs Patrapau. Oh, das erste Essen ist schon fertig. Die Teller sind leer geputzt, es war ultra lecker und der Julian hat sich jetzt noch ein paar Patrapau nachbestellt. Ist noch nicht satt und war einfach auch viel zu lecker, um jetzt schon aufzuhören. Auf jeden Fall war es mega lecker und wir warten jetzt auf das letzte Patrapau. Das wird gerade da zu fertig. Wir wollten unbedingt Badminton spielen, also sind wir jetzt hier im Gym Finnbücher. Ich nicht. Ich. Oh. Echt, das ist so heiß. Jetzt ist es so heiß. Hier, wir haben sogar deinen perfekten Schläger. Ich werde gezwungen mit einem rosa Schläger. Badminton spielen. Barfuß bei 32 geschätzten Grad hier drinnen ist so heiß. Ja, sehr heiß. Wieso habe ich keine Mädchen, die jetzt gerne Füße massieren lassen wollen oder eine Spa-Anwendung haben wollen? Nein, ich habe zwei Jungs, die unbedingt sich sportlich aktiv betätigen und ich muss mitmachen. Ich sag's euch, wir schwitzen so arg und sind so angestrengt. Mama und Papa haben sich heute eine Massage verdient. Also, wenn nicht heute, wann bitte dann? Weiß ich auch nicht. So, und du machst dich jetzt hier mit warm? Ja klar, ziehst du. Ziehst dich um und dann geht's los, ne? Mhm. Stehst schon so kämpferisch hier? Wir sind in einer Strandbar direkt neben unserem Hotel und trinken Tonic Water. Gin Tonic. Gin Tonic. Tonic Water, Quatsch. Gin Tonic. Nobody. Und zwar zwei zum Preis für einen. Kostenpunkt 170 Baht für beide zusammen. Juhu.
Hotel, haben uns gerade Essen bestellt und werden es jetzt genießen und danach gucken wir uns einen thailändischen MMA-Fight an, hier in Lamai. Mai. Und es wird, denke ich, spannend. Also wir glauben, die kämpfen ohne Handschuhe. Also müssen wir mal schauen, wie das dann wird, ob Marm das zum Beispiel aushält. Schauen wir mal, ne? Ja, ich glaube, es wird sehr spannend. Ja, glaube ich auch. Und jetzt freuen wir uns auf unser Essen. So schaut es hier aus. Da ist die Karte. Mit mehreren Seiten, die wir jetzt durchgewühlt haben. Und hier wird dann schon angefangen, jetzt das Essen zu machen. Da hinten ist die Küche. Und so sitzen wir hier. Aua. Das Essen ist da. Der Dani hat ein Curry bestellt. Was fantastisch aussieht. Rotes Curry. Dazu gibt es jede Menge Reis. Hier steht noch was, wo wir nicht wissen, was es genau ist. Und Julian hatte sich hier, das ist Chicken, ne? Was du hast? Ja. Ah, sieht auch klasse aus. Wer hat schon wieder vergessen zu sagen, my pet, nicht scharf? Dieser gewisse Herr. Da leuchten die Chilis aus deinem Essen. Ja, solange ich die Dinger nicht mit esse, dann geht's. Ja. Wie man sieht, war es fantastisch. Alles weg. Das war sehr interessant. Haben wir uns das auch mal angeschaut. Jetzt ziehen wir unsere Schuhe wieder an und gehen ins Hotel.